Wir gehen in jedem Fall rein, ja. Ob er da ist oder nicht. Sein Moses ist ja in der ganzen Stadt und nicht nur in Hannover. Ich bin neulich von der Küste in den Süden gefahren. Die gesamte Bahnstrecke ist voll. Es gibt viele Schlachten, einer gewinnt den Krieg. Seit 9 Jahren jagt Kommissar Matthias Prust einen der meistgesuchten Sprayer Europas. In der Szene nennt sich der Sprüher Moses. Die Soko Graffiti der Polizei Hannover hat in den letzten Monaten neue Spuren gefunden, bis die Beweise für eine Durchsuchung ausreichten. Heute früh werden die Beamten Moses Wohnung auf den Kopf stellen. Nervös, so ein bisschen aufgeregt ist man eigentlich vor jeder Durchsuchung. Egal zu welchem Täter es geht, man weiß nie, was jetzt tatsächlich auf einen zukommt. Und hier gucken wir jetzt vielleicht noch ein bisschen genauer. Aber du weißt halt nie genau, was passiert. Ist er vor Ort? Ist er gewalttätig? Oder wie reagiert er dann? Also da gibt es schon Sachen, wo man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen muss. Insofern sind wir aufmerksam. Und schauen mal. Moses ist für die Polizei ein alter Bekannter. Seit 21 Jahren ist er aktiv. Er ist mehrmals verurteilt und vorbestraft. Okay. Muss man ein bisschen ausmachen. Matthias Prust und Heike Schröder leiten den Einsatz. Sie werden von Kollegen der Bundespolizei unterstützt. Alleine macht die Soko Graffiti solche Durchsuchungen nicht. Das wäre zu gefährlich. Also von hier kann er uns nicht mitkriegen. Einmal möchten wir ganz gern, dass zwei nach hinten gehen, weil er ohne weiteres zum einen abhauen kann. Aber gut, das kann er von uns aus. Aber wir wollen natürlich alles haben. Wir gehen in jedem Fall rein, ja. Ob er da ist oder nicht. Moses wohnt in einem Hochhaus. Wo genau, bleibt das Geheimnis der Polizei. Über 10 Stockwerke hat das Gebäude. Während die Polizisten die Moses-Durchsuchung vorbereiten, ist ein zweites Team zur selben Zeit in einer weiteren Wohnung aktiv. Denn Moses hat Partner. In Hannover finden sich ihre Tags, die illegalen Schriftzüge, oft gemeinsam an Brücken und Gebäuden. Vor der Wohnung sprechen die Einsatzkräfte kein Wort mehr. Der Täter soll nicht gewarnt werden. Polizei! Polizei, machen Sie mal bitte auf! Zum letzten Mal, machen Sie jetzt bitte auf oder wir machen auf! Dieses Mal das gleiche Theater bei Ihnen. Jetzt muss ich auch machen. Treten Sie bitte von der Tür weg. Sie bleiben da sitzen. Morgen. Obwohl Moses in der Wohnung ist, hat er der Polizei nicht geöffnet. Es ist nicht die erste Durchsuchung bei ihm. Die Handynummer seines Anwalts hat Moses griffbereit. Er ruft ihn sofort an. Seine Rechte kennt er genau. Moses äußert sich nicht zu den Vorwürfen der Polizei. Die Wohnung hat mehrere Zimmer. Außerdem soll Moses noch einen Kellerraum haben.
So, ich warte jetzt auf den Hausmeister. Und dann gehen wir nachher nochmal zu dem Abstellraum. Unbedingt. Er bestreitet aber auch, dass er einen Abstellraum hat, aber vielleicht weiß er es auch wirklich nicht. Wir werden sehen, wir werden aufmachen. Aber es ist immer das gleiche Theater, er hört uns und hätte auch, wenn wir noch gewartet hätten, mit Sicherheit nicht aufgemacht. Ein Handy haben wir ihm schon weggenommen, eben was er uns nicht unbedingt geben wollte. Aber die fangen ja jetzt erst, wir fangen gleich erst richtig an. Er muss sich auch erstmal ein bisschen beruhigen. Er rennt da noch ein bisschen aufgeregt hin und her. Wir suchen bei ihm keine Dosen mehr. Die, selbst wenn wir sie finden, die lassen wir hier. Bei ihm suchen wir Speichermedien, sein Handy und solche Dinge. Weil, wie gesagt, die speichern da drauf, die filmen sich, schreiben sich untereinander. Und das ist für uns ja das, was die Schreibtischarbeit dann ausmacht, was wir auswerten müssen. Wenige Straßen weiter. Sprayer machen sich an einer Wand zu schaffen. In der Dunkelheit ist der Kick beim Sprühen für viele besonders hoch. Das Risiko, erwischt zu werden, ist auch Teil der Graffiti-Kultur. Es ist ein Lebensgefühl. Man denkt dabei, glaube ich, gar nicht so sehr darüber nach, was konkret man tut, sondern es ist, sage ich mal, wie eine Sucht. Man versinkt quasi da total. An dieser Wand ist das Sprayen erlaubt. Es ist eine von zwei Flächen in ganz Hannover. Banner One ist 14, als er das erste Mal seinen Graffiti-Namen sprüht. Erst an Häuser, dann sind Züge dran. Da gab es nur, sag ich mal, mehr oder weniger die lokale Szene und man hat sich auf Jams oder so getroffen. Aber eigentlich malt man für sich selber. Zumindest war das immer mein Gefühl oder für seinen engeren Freundeskreis oder seine Crew. Und es ging da weniger um den Fame, natürlich auch um, so banal wie es klingt und so kitschig, um die Welt ein bisschen bunter zu machen, weil ja, das ist auch ein Teil von Graffiti, das ist einfach, man lebt das, dass man die Wände bunt macht, die grauen, langweiligen städtischen Wände. Doch das ist nicht erlaubt. Patrick Wolters, wie Banner One wirklich heißt, war das früher egal. Ich habe sehr viel Streetbombing gemacht, das heißt, ich bin eher in der Straße, also in der Stadt unterwegs gewesen. Ich habe auch relativ viel getaggt. Es war halt eine besondere Zeit in meinem Leben und da habe ich viel erlebt und es war schon was Besonderes, nach loszuziehen, und weil es halt einfach was ganz anderes ist. Patrick ist heute von Beruf Graffiti-Künstler und lebt ganz gut von der Malerei. 13 Jahre ist es her, dass er beim Sprühen erwischt wurde. Ich habe mir eine Rechnung von der Deutschen Bahn stellen lassen und über die Reinigungskosten und habe die bezahlt. Was als 16-Jähriger nicht so einfach ist, weil die Mutter hat nicht gesagt, hier ist das Geld, sondern sie selber zu, wie du Geld besorgst. Und das habe ich dann über einen Minijob gemacht und musste dafür viel arbeiten. Und da hat es dann bei mir so ein bisschen, naja, Klick gemacht, vielleicht falsch gesagt, aber zumindest habe ich dann verstanden, okay, was hast du da getan? Und für mich war die Sache zumindest damit erledigt, nachdem ich 3 Jahre intensiv gesprüht habe, illegal. Und sozusagen mit einem blauen Auge, wenn man so will, davon gekommen bin. Knapp 10.000 Euro Strafe musste Patrick zahlen. Viel Geld für ein bisschen Nervenkitzel, aber auch ein Lerneffekt. Patrick macht seinen Schulabschluss und seine Fähigkeiten zum Beruf. Inzwischen erzählt er seine Geschichte weiter. Er gibt Kunstkurse, Graffiti in Praxis und Theorie für Schüler im Gymnasium. Viele dieser Sprüher von damals sind an Krebs gestorben, weil es schon heftig, was die damals eingeatmet haben, möchte ich nicht wissen. Die hatten damals Heizungslacke oder Autolacke genommen und die haben natürlich teilweise überhaupt nicht gedeckt. Und es ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber man darf das nicht unterschätzen. Es ist bei jedem ein bisschen anders, aber ich zum Beispiel kriege unheimlich schnell Kopfschmerzen dann und ich werde sehr müde davon. Also sollte man sich ganz genau überlegen, was man macht, mal ab von den Konsequenzen, die das Ganze auf rechtlicher Seite nach sich zieht.
Graffiti auf Leinwände statt auf Hauswände, das rät Patrick den Schülern. So gehe es auch legal. Die Vorurteile gegen seine Kurse sind dennoch sehr groß. Ich war einmal natürlich die Schulleiter und Kulturdezernenten oder wer auch immer da die Unterrichtsplanung macht, das immer noch so ein bisschen als Tabuthema sehen und leider auch einfach viele Lehrer da natürlich Angst haben, okay, ich kenne mich damit nicht aus, wie vermittle ich das, nachher heißt es, du hast die animiert, also da ist die Berührungsangst leider noch sehr hoch. Im Kurs entwerfen die Gymnasiasten Bilder, mit denen sie später eine Bahnunterführung im Ort besprühen wollen, mit offizieller Genehmigung. Ja, cool. Gefällt mir schon. am besten sieht es immer aus, wenn du den Stift, gib mir mal einen Stift, mal wenn du die Spitze so hältst. Okay. Den Unterricht mit einem praktischen Projekt abschließen, das findet die Kunstlehrerin ideal. Sie hat sich für den Kurs stark gemacht. Ich glaube, es ist auch unglaublich spannend zu sehen, für die Schüler, wie Künstler wirklich arbeiten, also quasi von der Hand zu dem fertigen Werk. Ja, und das ist natürlich jetzt beim Thema Graffiti nochmal besonders spannend, dadurch, dass es eine moderne Kunstform ist. Und ja. Doch die illegalen Graffiti von der Straße sind auch hier Thema. Patrick, ja klar. Kennst du Moses? Na klar. Er hat halt sehr geschickt seine Tags und Throw-Ups an entsprechende Stellen gebracht, wo man einfach sehr viel Aufmerksamkeit mit erregt. Ne? Also. Ich habe eins bei einer Autobahn jedenfalls schon mal gesehen, da so. Sehr auffällig. Ja. Man sieht auch an den Sachen, die er macht, dass der kann auch richtig gut malen. Also hat er halt einfach nicht die Zeit dafür, illegal das zu machen. Aber ich meine, Moses ist mittlerweile weltberühmt. Also der hat ja so ein Buch rausgebracht, 1000 Züge in 1000 Tagen. Und das ist weltweit in der Graffiti-Szene, hat das für eine Menge Aufruhr gesorgt. Doch die Schmierereien bleiben illegal und sorgen für viel Arbeit für die Polizei. Seit 2 Stunden durchsuchen die Beamten jetzt Moses' Wohnung. Inzwischen ist der Hausmeister da. Dass das hier ein Polizeieinsatz ist, haben wir schon mitgekriegt. Ne? Ja. Passen Sie mal auf, wir suchen diesen Abstellraum. Zu dieser Wohnung ist hier der Abstellraum da. Ja, geben Sie mir das mal mit. Ja. Geht mal einer von euch schon mal mit hoch? Selbstverständlich. Ja? Hast du ein Handy mit? Ich habe ein Handy mit. Wolfgang hat meine Nummer. Gut. Rufst du mal oben an, wenn ihr ihn gefunden habt. Und wir kommen dann nachher hoch. Ja. Nur noch nicht aufmachen. Heike Schröder und ihre Kollegen sind auf die Durchsuchung bestens vorbereitet. Die Ermittlungsgruppe Graffiti wusste, dass es einen Kellerraum gibt. Möglicherweise finden sich dort noch mehr Beweise. Die Soko sucht Computer. In der Wohnung war keiner. Moses selbst hat die Abstellkammer bis zuletzt verschwiegen. Der Hausmeister aber findet sie sofort. Hinter einem Bretterverschlag stapeln sich über 100 Spraydosen. Ein gut sortiertes Warenlager, Farben aller Art. Doch Dosen darf jeder besitzen. Und ob eine Dose für ein Graffito benutzt wurde, ist kaum nachweisbar. Hier sind die Dosen gelagert als solches, aber da er auch legal macht, ist es nicht uns jetzt, was wir mitnehmen. Handys haben die Beamten schon beschlagnahmt. Lass mal gucken, was auf dem Speichermedien drauf ist, genau. Lass mal schauen, wer war in der Wohnung. Das war gut, dass wir ihn angetroffen haben. Das wird sich dann zeigen, wenn wir die ausgewertet haben. Die Polizei vermutet, Moses hat andere Lagerräume in der Stadt und seinen Computer nutzt er nur bei der Arbeit. Doch er verrät nicht, wo er arbeitet. Dazu ist er auch nicht verpflichtet. Nach 4 Durchsuchungen kennen sich beide Seiten. Ich habe auch mit ihm einen Kaffee getrunken. Ja. Er war zu mir nett, ich bin nett, also was soll das? Das ist eine unserer vielen Aktionen. Gut, es gibt viele Schlachten und einer gewinnt den Krieg. Mal gucken, wer. 3 Stunden hat die Aktion gegen Moses gedauert. Alle Fundstücke, die die Polizei beschlagnahmt hat, kommen jetzt mit auf die Dienststelle. Auf die Ermittler wartet noch sehr viel Arbeit.
In Hannover-Linden ist die Reinigungsfirma angerückt. Wieder war ein Sprayer unterwegs. Eigentümer Lothar Krömer hat die Schmiererei nicht angezeigt. Die Chance, Täter zu schnappen, sei zu gering. Die können ja nur fassen, wenn sie sagen, okay, der hat das gerade angesprüht und dieses Zeichen ist hier und da, ne? Wie das da, ne? Da kommt man mal aus dem Urlaub und schon ist alles wieder voll. Da kriegt man dann so einen Hals, dass man sagt, hast alles sauber gemacht vorher und dann ist wieder so ein Mist da dran. Die Leute müssen zu viel Geld haben irgendwo. Weiß nicht. Ohne Sinn und Verstand. Im Stadtteil Linden ist fast jedes dritte Haus beschmiert. Das Reinigungsunternehmen hat sich auf Graffiti spezialisiert. Die Experten beschichten die Wände und bieten eine Versicherung gegen neue Attacken an. Das ist frisch und dann noch mal dick drüber gesprüht. Das sind doch alles verschiedene Sprayer. Ja, und da haben wir immer versucht, die richtigen Lösungsmittel zu kriegen. Ja. Und wie oft sind sie jetzt schon besprüht worden? Oh, ja. Hier sieht man ja die Arbeiten, ne? Da. Ja, ja. So. Oft. Ja, deshalb sind wir ja gekommen dann jetzt. Je mehr Lösemittel enthalten ist, desto schneller zieht es in das Mauerwerk ein. So wie ein Edding. Wenn man sowas hier, die gibt es ja auch in so groß. Mit so einem richtigen Vlies drauf vorne. Das ist schon schwierig. Die sind so dünn, die Flüssigkeit ist so dünn, die rauskommt. Und wenn die Fassade warm ist, ist die Sogwirkung größer. Und das zieht da teilweise so tief ein, da kann man wirklich nichts mehr machen. Jede Farbe braucht zum Entfernen ein spezielles Lösungsmittel. Die Experten haben eigene Produkte entwickelt. Eine geheime Mixtur mit Alkohol und Orangenschalenölen. Mit dieser Mischung und mit sehr viel Handarbeit reinigt das Team um Chef Ralf Möllmann täglich Hauswände in Hannover. Dieses Stück hier, da muss man einfach mal hier muss man mal ungefähr 2-3 Stunden rechnen. Und drüben auf der anderen Seite geht es dafür schneller. Ja? Die Reinigung dauert den ganzen Tag, das Besprühen Sekunden. Hausbesitzer Krömer ärgert sich nicht nur über die Farbe an der Wand. Das sind ca. 1.300 Euro, nur mal sauber zu machen. Wenn wir das zusammenlegen, ist das ein schöner Urlaub. Krömer lässt sein Haus versiegeln. Hier soll künftig keine Farbe mehr richtig haften. Auf Bretterwände lässt es sich sehr gut sprühen. Die Jugendlichen malen einen Bauzaun mit Graffiti-Künstler Patrick Wolters bunt. Seine Ferienkurse sind ausgebucht. 3 Jahre lang werden die Bilder am Zaun mitten in der Stadt zu sehen sein. Das ist das A und O, um sauber zu malen. Ihr müsst mit dem ganzen Körper malen. Ihr müsst immer alles mitgehen. Nicht nur mit dem Handgelenk und den hier machen so. Dann habt ihr keine Can-Control, dann wird es unsauber. Patrick Wolters verdient sein Geld mit Graffiti. Im Kundenauftrag bemalt er Treppenhäuser, Garagen und Hauswände. Mit Landschafts- und Technikmotiven oder Werbung. Er schaffte den Sprung vom illegalen zum legalen Malen. Das erste Mal war mit ein paar Freunden. Ich weiß sogar noch die Marke von der Sprühdose und welches Bild ich gemalt habe. Was hast du denn gemalt? Ich habe damals ein Piece gemalt, DSC. Das war damals meine Crew. Und ich habe vorher eine Skizze hatten wir vorher gemacht. Und die habe ich also in Teilen quasi abgemalt. Das ist schon professionell. Man kann es ja auch legal machen und wenn man keine Strafe kassiert, ist es ja gut. Graffiti-Künstler Wolters zeigt den Jugendlichen, dass es viele Möglichkeiten gibt, legal zu malen. Der Kick des Verbotenen aber bleibt. Frage ist, würden Sie es nicht auch so machen, wenn ich Ihnen keine Workshops gebe? Ich sage da immer dazu, natürlich ist das ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Klar will der eine oder andere auch mal den Nervenkitzel beim illegalen Sprühen erleben. Aber da muss natürlich, sage ich mal, auch auf der anderen Seite einfach was für die Jugend getan werden und einfach die Möglichkeit, legale Flächen zu bekommen, geschaffen werden. Es ist auch so, dass ich durchaus mich freue, wenn ich einen bunten Zug sehe. Also so gesehen feiere ich das immer auch noch bis zu einem gewissen Grad. Aber ich ärgere mich andererseits darüber, wenn manche Leute einfach Graffiti in Verruf bringen weiterhin und eben auch zeigen, wir sind Vandalen sozusagen und stolz darauf. Spätschicht für die Graffiti-Ermittler aus Hannover. Die Polizisten der Soko sind jedes Wochenende auf Streife.
In den letzten Wochen gab es verstärkt Schmierereien an Hauswänden. Wenn es draußen wärmer wird, zieht es auch die Sprayer nachts auf die Straße. Im Winter gibt es weniger Einsätze. Christian Hinske und Heike Schröder fahren stundenlang durch die Nordstadt und den Stadtteil Linden. Hier sind besonders viele Sprayer aktiv. Inzwischen ist es weit nach Mitternacht. Bei der Bahn ist ein Notruf eingegangen. Auf der Gleisanlage in Hainholz sollen Graffiti-Sprayer unterwegs sein. Vermutlich sind sie immer noch dort. Da vorne zum Beispiel sehe ich was Schwarzes irgendwas rübergehen. Ja, da rennt auch einer über die Gleise. Doch das Bahngelände in Hannover ist riesig. Die kriegst du hier nicht. Alleine haben Hinske und Schröder keine Chance. Etliche Züge und S-Bahnen stehen hier dicht an dicht, Gleis an Gleis. Endlich kommt Unterstützung durch die Bundespolizei. Die Täter, die unsere Züge hier besprühen, die kennen auch die Fahrpläne, die kennen sich hier auch aus. Und hier zu observieren ist dermaßen schwierig, weil du unterdurch gucken musst. Die sprühen ja nicht den Bezug, der hier gerade vorsteht, sondern vielleicht zwei, drei dahinter. Deshalb ist das so schwierig, auch hier zu observieren. Können wir suchen, okay. Jo. Kripo und Bundespolizei arbeiten eng zusammen. Denn alles rund um das Bahngelände fällt unter die Zuständigkeit der Bundespolizisten. Hier oben ist auch eins, ne? Sagt der Verschwester. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Ja. Ein Graffito auf dem Zugdach in 4 Metern Höhe. Die klettern auf die Züge, die sind echt lebensmüde. Stromabnehmer schon. Ja. Genau, ja. Schön durchgebrutzelt werden irgendwann. Ne? Ja. Du siehst es nur dampfen oben und das war's. Ja. Das ist reine Zerstörungswut. Ja, und sich darstellen, weil sie sonst nichts haben. Ein paar Meter weiter steht schon die nächste beschmierte Bahn. Der Schriftzug bedeckt einen ganzen Waggon auf 12 Meter Länge. Von den Tätern keine Spur. Christian, das ist noch nicht alt. Nee, riechst du noch. Also ganz alt ist das nicht. Ja, gut, stinken tut's immer. Aber das ist schon ganz gut abgetrocknet. Ja, aber es wer ist weiß, das geil. Ist wahrscheinlich am Startbahnhof oder was weiß ich, wo er abgestellt war, haben sie es dran gemacht. Ich weiß ja nicht, von wo der Zug jetzt kam. Und dann hier dann war aber schon mal eins dran. Wieder einmal war es eine bekannte Crew, die zugeschlagen hat. Christian, kennst du das? Q so ist klar. Und das SWK wahrscheinlich ist beides zusammen. Du siehst doch hier, das ist, guck mal. Ja. Das Q erst gemacht, dann hat er abgesetzt, dann neu angesetzt und dann SWK. Aber das SWK ist ja das gleiche, gehört dazu. Ja. Also es ist und gecheckt. Also fällt er erstmal aus. Dieser Zug wird schnellstmöglich gesäubert. Für die Täter füllt sich die Akte. Jede neue Tat erhöht die Strafe. Manchmal kannst du innerhalb von ein paar Tagen wieder was Neues kommen und dann kriegen wir irgendeinen Hinweis oder irgendwas anderes, dass da einer erwischt worden ist oder sonst irgendwas, dass er innerhalb von einer Woche das Ding aufgeklärt ist. Oder es dauert 1 Jahr, 2 Jahre, passiert gar nichts. Und dann auf einmal kommt der Hinweis und auf einmal kommt dann raus, der junge Mann oder wer auch immer oder die Gruppe hat hier 100 Taten hingelegt. Ja, ist einer erwischt worden und man kann das alles zu weit zuordnen. Das ist in Ordnung. Dann warte ich auch 2 Jahre, also ist nichts vergessen. Wird aus einer Bande auch nur ein Sprayer gefasst, muss er für den gesamten Schaden haften. Die Fahnder der Polizei Hannover klären jeden zweiten Fall auf. Auf der Wache stapeln sich die Fundstücke aus den Wohnungsdurchsuchungen von Moses und seinem Partner. Kommissar Andreas Schiedek archiviert jedes Teil. In den Räumen der beiden Sprayer hat die Soko Graffiti viele Sachen entdeckt. Oh Gott, wie war's denn bei euch? Ja, das Nötigste so, ne? Oh nee, ne? Ja. Ja, und damit wirst du uns in Zukunft bedienen, ne? Ja.
Da packst du Dosen rein und dann ziehst du das Fettschutt über und dann gehst du durch den Wagen. Ja. Und kannst mal kurz raus und kannst alles mit vollsprühen. Ja. Ja, das Ding ist ja echt geil. Das haben wir ja. Hat auf dem Schrott gefunden. Ja, was manche Leute so auf dem Schrott finden, haben andere noch gar nicht verloren. Nee. Die Sprayer verkleiden sich mit Bahnkleidung und nutzen den Service-Container, um unerkannt an die Züge zu kommen, vermutet die Polizei. Vermutlich aus dem Zug und wie gesagt, kannst du davon ausgehen, dass das noch in Betrieb war, als sie das geklaut haben und das irgendwie noch aufgefüllt werden sollte wieder. Also die haben sich schon akkurat darauf vorbereitet, was sie machen wollen. Ne? Das ist schon so die obere Bundesliga, ne? Das ist schon, das ist ordentlich, das ist auch hier, was die machen, das ist ja schon sowas wie Kunst. Ne? Leider nur an der falschen Stelle angebracht. Das sieht nicht schlecht aus, das muss man mal ganz klar sagen. Und da gehört auch einiges Können zu. Also ich könnte das nicht. Die Graffiti-Fahnder suchten Spuren, die mit Taten in Zusammenhang stehen. Mit Erfolg. Also das ist hier der Vierkant für die Noteingangs- und Notausgangstüren. Vierkant. Negativ und positiv, dass du auf das Bahngeländer drauf kannst und dann eben auch wieder verschwinden kannst. Der war ganz ruhig, die haben soweit alles weggeschaut, nur eins haben sie vergessen, dass es durch Zufall ist, dass auf einmal langgeflattert hier. Das ist eine Vorlage für den. Und die passt ja ganz gut hier zu seinen Sachen, die er hier gemacht hat. Hier. Ja. Ja. Da haben sie wohl alle Vorlagen haben sie weggeschmissen, nur das haben sie haben übersehen. Sie vergessen. Ja, das wird das Wichtigste beweisen, ja. Damit hier. Schade, das war ne? Aber bei ihm, ne? Das war bei ihm. Und ja. Hat er selber ein bisschen komisch geguckt, als das auf einmal so auf dem Boden lang flatterte. Der Papierschnipsel ist ein Glücksfall und ein sehr wichtiges Beweisstück. Es zeigt, wer was gesprüht hat. Wir sind bei der Graffiti-Szene wieder im Gespräch. Die wissen, dass wir wieder so beweiskräftige Hinweise haben. Dass wir wissen, dass wir nicht schlafen, sondern dass wir hinterher sind. Ne? Heike Schröder verfolgt Moses jetzt seit 9 Jahren. Seitdem ist sie bei der Soko. Mehrmals wurde er auf frischer Tat gefasst, zu Geldstrafen und einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Sein Moses ist ja in der ganzen Stadt und nicht nur in Hannover. Ich bin neulich von der Küste in den Süden gefahren. Die gesamte Bahnstrecke ist voll. Bei Moses hat die Kommissarin Speicherkarten gefunden. Darauf Fotos, die Personen und Graffiti zeigen. Damit gerechnet, ehrlich gesagt, habe ich nicht. Aber jeder macht Fehler, jeder lebt auch mal in der Gedankenlosigkeit. Auch er vielleicht. Ob es letztendlich tatsächlich so ein Fehler war, was dann strafrechtlich zu würdigen ist, das muss man halt abwarten. Das obliegt nicht uns. Zum Interview war Moses nicht bereit. Und ob der Sprayer vor Gericht landet, das entscheidet letztlich der Staatsanwalt.